Fan Engagement, eine klare Definition zu geben, fällt mir immer sehr, sehr schwer, denn es ist ein sehr, sehr breites Feld. Aber das Wichtigste dabei ist es, wie begeistere ich einen Fan, egal was es für ein Fan ist und was er möchte oder sie möchte. Die Daten müssen alle da sein. Dann muss ich anfangen zu delinearisieren. Das heißt, das Video darf nicht mehr 120 Minuten am Stück sein. Und dann fange ich an zu personalisieren. Und erst wenn ich den letzten Schritt tue, bin ich in der digitalen Welt angekommen. Ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie Digitalgeschäft funktioniert, und am Ende des Tages ist es bei uns nicht so ein gravierender Unterschied, wenn wir über Digitalisierung sprechen, da ist die Fußballindustrie gar nicht so speziell. Ich glaube, als Benchmark muss man sich auch wirklich angucken, wohin die Digitalökonomie an sich transformiert und was die großen Player aus Amerika machen und wo die Skalen- und Plattformeffekte in Zukunft liegen werden. Glass to Glass, hat Andreas vorher gesagt, das ist genau der Stichpunkt, das ist die Strategie. Mhm. Können wir sicherstellen, dass am Ende, am letzten Glass, wirklich das ankommt, was die DFL eigentlich ist? Eine total geile Liga. Der Fan braucht ein Media- und Entertainment-Produkt, eine Unterhaltung. Auf einer mobilen Anwendung, also sprich in der Club-App, ist genau diese komplette Journey abzubilden. Und da müssen wir irgendwann an einem Punkt auch mal eingestehen, dass wir vielleicht den Ticker nicht so gut bauen können wie Kicker oder OneFootball. Oder dass es vielleicht gar keinen Sinn macht, zu versuchen, die komplette Journey in unserer Club-App abzubilden. Weil was passiert? Wir entwickeln am Ende irgendwie eine Anwendung, wo kein Feature so ein Killer-Feature ist, dass die Leute mit der nötigen Retention wieder zu uns kommen. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass andere relevante Plattformen Inhalte besser distribuiert bekommen oder dem User einen besseren Zugang bieten. Aber es gibt sicherlich 3 oder 4 Inhalte, die nur wir produzieren können. Und die müssen dann aber dementsprechend auch so sein, dass es entweder ein Community-Thema ist oder die Interaktion bei uns auf der Plattform passiert, wenn es um diese 3 oder 4 Features geht. Bis jetzt wird noch viel zu sehr, hier ist linear, hier ist meine App, hier ist mein, Ticket, die überhaupt nicht vernetzt sind. Ich möchte eine personalisierten Weg haben. Dennoch haben wir jetzt eine ganz klare Strategie, gerade bezogen auf Mobile, das Thema Community. Also wir werden ganz sicher ein Community-Feature haben bei uns in der Club-App, wo eventuell auch das Thema Blockchain, NFT eine Rolle spielen wird, weil das nochmal ein ganz neues Geschäftsmodell entwickeln oder werden kann für die Fußballvereine.